Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Wir sind hier fett am Engineeren, das heißt wir, das bin ich, der LOM Pickhunter und der LOM Break. Warum er ja gerade ist. Also, hallo, ich bin gerade im Asteroiden, ich suche ein bisschen. Ja, komm mal hoch hier und mach mal den Reaktor fucking. Bei mir ist immer noch Access Denied. Ja, ich habe auch Access Denied, glaube ich. Glaubst du? Ja, glaube ich. Du hast den gesetzt, wahrscheinlich ist es deswegen. Ich hab den noch nicht gesetzt, den hast du den, gesetzt. Nein, den hast du gesetzt. Ich hab mit der Station noch gar nichts gemacht. Ich hab da die drei Dinger da außen dran gesetzt. Nee, doch, du hast den Reaktor tatsächlich gesetzt. Nein? Doch. Los, komm, mach mal. Drück mal drauf. Ups, hier ist ja noch keine Schwerkraft. Und kommst du rein? Reaktor klein. Produkt. Er kommt rein. Er kommt rein, liebe Leute. Ich hab noch keinen Uran. Ja, geh mein Schiff. Ich guck dir dabei zu. Ah, danke. Ja, ich kann's ja nicht rein. Selbst zu machen. Jetzt bist du übrigens grün. Du bist jetzt LOM, LOM Break. ja, du auch. LOM, LOM Pikanter. Lol. Gut, ich kann's reinlegen, stimmt. Aber ich hab das Ding da nicht hingesetzt. Komisch. Ich bin immer noch Access Denied. Kannst du die Ownership ändern? Halt, Moment. Die Schwerkraftgenerator brauchen wir ja noch, ne? Gravitationsgenerator meine ich. So, jetzt müsstest du können. Ich habe mal Share Faction gesetzt. Sie benötigen irgendwelchen Quatsch. Stahlplatten. Stahlplatte. So, du hast. Ja, jetzt ist er auch bei mir grün. Ach ne, grün war ja jetzt, weil er an war, ne? Faction. Was du mir machen kannst, ist mir deine Metal Station Sharen Pfeife. Oh ja, das kann ich mal machen. Warte. Ja, vollfüllen kann. Owner Share with my Faction. Bitteschön. Mhm. Ach, im Kontrollfeld geht das. Okay. Owner LOM Break. Förderbandsystem benutzen. Show Hard. Cool. Die Krankenstation. Und wieder voll. Hammer geil, funktioniert. So, jetzt brauche ich Stahlplatten. Bist du in deinem Schiff? Jupp. Bam. Das sind aber voll Stahlplatten sogar. Ja, das ist ein Schwerkraftgenerator, der auf fast nichts ist. Ich will auf jeden Fall einen Schwerkraftgenerator jetzt bauen. Oh, ich baue gerade die Tür ab. So. Boden Nummer 3, Schweißing. Boah, ist das hell. Herstellungskomponenten braucht man wohl gar nicht für den. Doch. Nee. Komponenten für Schwerkraft. Fähig, Käfig. Aha. Was könnten das wohl für Komponenten sein? Oh, dass wir das fallen lassen? Nee, sind wir Tower doch voll. War die Tür fast komplett abgebaut. Ist hier unten das auf dem Boden auch noch? Ja. Wieso hast du die Tür abgebaut? Weil ich es kann. Ah! Das ist immer der Grund, weil ich es kann. Oh, das Soundproblem scheint so ein bisschen gefixt zu haben, wie es ausschaut. Weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Ich hatte grundsätzlich also, ich habe mit diesem Spiel. Ich habe wieder Sound inzwischen. Du hast schon wieder Klamotten liegen lassen, oh Mann. Oh Gott. Robo Break. Ich glaube, du hast gerade den gleichen Lag gehabt. Ich bin ausvoll. Meine Triebwerkskomponente frisst 200, ey. Ist schon schwer, ne? Mhm. Oh, du hast sie eingesammelt? Cool. Was braucht man wohl noch für so ein Ding? Anzeige vielleicht noch, Stahlplatten auf jeden Fall. Mal gucken. Ich sag dir mal, was wir noch so brauchen. Komponenten für Schwerkraftkäfig, immer noch 4 Stück. Müssten aber irgendwo sein, weil dein Generator ist nicht mehr da, dein Schwerkraftgenerator. Ja. Komponenten für Schwerkraftgenerator. Oh fuck, da passt bloß einer rein. Der ist neben den vielen Rucksäcken. Also die sehen zumindest aus wie Rucksäcke, die Items. Uhu.
Lecker. Zwei Stück noch. Das schmeiß ich mal eben so im Vorbeifliegen, weißt du? Kannst du gerne halten, wie du willst. Triebwerk. Schwerkraftgenerator. Huch! Ach, ich finde die Steuerung immer noch manchmal ein bisschen echt gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Ja, unser guter Freund, die Trägheit. Herstellungskomponente und Stahlrohr groß brauchen wir jetzt. Stahlrohr groß, okay. Ich bringe Stahlrohre mit. Aber immer mal die Herstellungskomponente. Motoren brauchen wir noch 6. Dann hole ich mal die Motoren. Das ist jetzt so richtiges Engineering. Oh ja. Ja, wir schweißen halt. Huh. Computer brauchen wir und noch mehr Stahlplatten. Hm, ja. 40 ja. Computer, willst du mich verarschen? Für ein Schwerkraftdingens. Leg mir am Arsch. Ja, da muss halt viel rechnen, ne? Hm. Oh. Wie schwer er ist. Gravity Generator. So, hast du alle Computer, ja? Ja, ich habe alle Computer, die wir brauchen. Wir brauchen bloß noch ein paar Stahlplatten. 8 Stück. Das schaffst du auch allein. Boah, denke schon. Ich gehe derweil mal unseren Gravitationsgenerator ein bisschen einstellen. Weil weit braucht er noch nicht. Hoch braucht er erst recht nicht. Und tief. Ey, guck mal, ich mach mal tief nur 1 Meter. Und das bringt nichts. Da ist er wie weg. Ja. Jetzt mache ich den mal. Tiefe 7 Meter. Immer noch wie weg. Ach, ich muss den ja auch hoch machen. Ne? Höhe. Hast du. Sag mir mal, wenn du Gravitation hast. Ja. Hast du? Ja. Nicht mehr. Jetzt wieder. Wo? Na, so. Na, hallo? Oh. Ja, danke. Okay. Strange. Oh, hier hinten ist nicht mehr. Okay. Also müssen wir viel weitermachen. Weiter. Also die Hälfte bis kurz hinterm Reaktor sind 40 Meter. Was? Ja. Das war eingestellt auf 40 Meter. Ja, willst du mal auf 70 Meter? Lädst du da bitte schön ein? Schwerkraftgenerator. Warum ist denn. Warum reagiert der jetzt schon wieder nicht? Hast du den ausgemacht? Nein. Haben wir keinen Strom mehr? Access denied. Access denied. Oh, Entschuldigung, war da. Share with Faction. Ich glaube, wir haben keinen Strom mehr. Nee, sonst wäre der Reaktor schon längst aus. Stimmt, nee, wäre sonst die Krankenstation nicht mehr an. Jetzt habe ich auch wieder Gravitation. Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, dann ist das ein Bug. Frage gerade, wie der die Feldtiefe. Jetzt habe ich wieder keine Schwerkraft. Was mit der Feldtiefe gemeint ist. Ich dachte, das wieder nach unten macht. Weißt du? Das war so meine naive Vorstellung. Das Terminal ist mit keinem Schiff verbunden. Also sehr weit oben über dem Ding. Warte, so. So, ich habe jetzt die Feldtiefe mal auf 30 Meter noch gemacht. Gucken, ob es jetzt besser ist. Oh ja, die Feldtiefe also, ist auch wichtig. Die Feldtiefe ist jetzt hier irgendwie die Weite. Also bis hier oben, wo ich gerade schwebe. Oh, okay, warte. Reicht das Feld. Lass mal an. Oh. Dein Jetpack an. Ja, ja. Ich will den nur optimieren halt. Eise Bescheid. Warte. Höhe, ja. Habe ich jetzt auf 20 Meter runtergestellt. Die Hälfte nur noch. Ja. Hier ist es. Immer noch so hoch, ja? Ja. Krass. Okay, warte. Das kannst du ruhig lassen. Wir bauen ja sicherlich noch ein paar Etagen drauf. Also 10 Meter? Ja. Okay, alles klar. Gut, das reicht. Das reicht aber definitiv. Ja, das reicht. Ich will bloß halt, dass das nicht hier gleich übelst viel Strom verballert. Nur weil wir zu blöd sind und Ewigkeiten brauchen. Weiß ja Bescheid. Ja, also wie immer halt. Okay, was brauchen wir als nächstes auf unserer Station? Wände und vor allem auch Geschütztürme, dass sie die Asteroiden wegballern. Ja, okay. Okay, dann ist jetzt hier nächstes Ziel, die Station ein bisschen weiter zu vergrößern. Ich
nehme dafür Stahlplatten. Ich nehme mal 15 Stahlplatten mit. Du kannst ja auch 15 schnappen, wenn du möchtest. Achso, du baust die ab. Ich mache hier einfach einen Block hin und dann hat sich die Sache schon. Okay. Mach aber nicht zu viel weg, nicht dass hier das halbe Schiff wegdriftet und dann mein Bohrer verschwindet. Na, ich fräse mich von außen nach innen. Sehr gut. Mann, los! Nein, falsche Richtung. Ja. Okay. Na los. Hallöchen. Ich bapp hier einfach mal noch eine Etage sozusagen dran. Eine Etage. Du weißt, wie ich meine. Gar nicht. Dass man ein bisschen Grund. Oh, ja. Ich mein's gar nicht. Dass man ein bisschen Grund zum Laufen hat. Halt. Ja. Ich würde mal sagen, wir bauen noch hier den Asteroiden an und dass man halt irgendwo dann quasi ein Loch in den Asteroiden reinfräsen, dass man dann da unten entweder das oder dass man halt halt hier so ein quasi einen Turm nach unten bauen, der am Asteroiden lang geht und dann halt irgendwann in der Mine hier ausartet. Okay. Quasi. Klingt erstmal nach einem guten Plan. Zack, zack und naja, okay, das reicht jetzt erstmal. X. Oh, man kann hier schon drauf laufen. Wir können das auch so lassen. Ja, man kann zwar drauf laufen, aber wenn der Asteroid drauf dann ist es sofort weg. Der schlägt durch und sagt der unterliegenden Schicht noch Hallo. Wie ich das so sehe, würde ich jetzt gerne mein Schiff umparken. Willst du denn hier noch umparken? Na, es geht ja sowieso nicht mehr. So. Pass mal auf. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Gelumpe mit. So viel wie ich kann. Und bring das in dein Schiff und lass das mal recyceln. Kann mir das auch machen. Weil, ob wir dann die Stahlrohre halt nochmal neu bauen oder nicht, das ist ja nur egal. So. Wo ist denn hier dein Eingang? Da! Ich habe ihn gefunden. Zack. Lang. Basisplattform. Production, demontieren. Müssen wir alles reinpacken. Demontieren. Das. Herstellungskomponenten haben wir auch noch relativ viele, aber ich glaube, die lasse ich erstmal. Ja. Oh Gott, was ist hier in der Produktion drin? Er müsste noch Kies, Eisen und Silber und so weiter umschmelzen. Ob der was produziert, 100 Reaktorkomponenten haben wir jetzt. Ist es nicht super? Wir haben ja den 100 Reaktorkomponenten. Ich glaube, weil du die angewiesen hast zu bauen das letzte Mal. Hier, lass jetzt mal alle auseinanderschrauben. Oh. Achso, ich bin bei 10%, nicht bei 0. Ja, immer schön die Lebensenergie im Auge behalten, sonst könnte es daneben gehen. Und wenn man gerade mal irgendwo an so einer Station ist, kann man die auch mal mitnehmen. Ja. Mal kurz, wenn man die Berechtigung dazu hat. Hast du deine Medical Station mit der Berechtigung gegeben? Ja, habe ich. Okay. Und erklärt das, warum ich die auch benutzen kann, ohne dass ich was meckern musste. Den kalt mit? Tut mir leid, wenn du das nicht kannst. Ja. So ist es halt. Ich hole mir meinen Bohrer und dann gehe ich ein bisschen Uran abbauen. Du baust hier so lange weiter oder wie sieht das aus? Eigentlich wollte ich ja das Erz sammeln. Du willst bauen. Du hattest ja die Idee für diese Station. Ich hätte die sowieso schon woanders hingebaut. Da ich das nun als eigentlich unter deine Station hier verbuche, würde ich dich dazu verdonnern, dass du hier rumschweißt. Du bist doch der hier gerne an den Hardware-Sachen rumlötet, nicht ich. Vor allem, weil du es kannst, im Vergleich zu mir. Das kommt drauf an, wie viel Dattrich man hat. Dein Dattrich ist größer als meiner und trotzdem kriegst du es besser hin. Frage, wieso? Weil ich Kaffee trinke und es dafür einen Grund für den Dattrich gibt. Sagt er zu demjenigen, der in Gleichgewichtsschwankungen verfällt, wenn China einen Sack Reis umfällt. Ja. Genau. Das stimmt natürlich auch. Na komm, bau ein bisschen schneller ab.
Stahlplatten. Denk dran, nicht zu viel wegflexen, ansonsten hast du hier zwei Teile rumfliegen. Ja. Ich mache mal eben das Spiel ein bisschen leiser. Weil wenn ich doch hier was abbaue und du dann erzählst, dann hört man dich kaum noch. Habe ich das Gefühl zumindest. Wird sich nachher zeigen. Ja, das wird sich zeigen, das stimmt. Ich muss immer wieder übrigens an die erste Folge denken. Gleich zu Beginn. Ja, ja. Finde ich immer noch echt witzig. Ja, du findest es witzig, ich finde es lächerlich. Ausweichmanöver. Ausweichmanöver. Hier fliegt schon, siehst du, das habe ich gemeint, hier fliegt schon ein Ding durch die Gegend. Was fliegt hier durch die Gegend? Guckst du mal zu mir? Das ist nicht von mir. Nein! Absolut unmöglich. Nicht. Dieser Quacksalber bei den DuckTales, der alles zerforscht hat und nichts wieder hingekriegt habe. Daniel Düsentrieb. Daniel Düsentrieb, ja. Ja. Hallo Daniel. Danke. Wir müssen uns noch Codenamen irgendwann mal ausdenken. Damit wir dann auch hier richtig wie im Weltall uns besprechen können. Genau, mach mal einen auf Buschfunker. Buschfunk. Oh, das waren aber wenig Stahlplatten, die ich habe. Schön, dass es von den Funkern ein einheitliches Regelwerk gibt, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt daran angehalten sind, dass wir uns an dieses halten. Ach, warum nicht? So. Das nächste, was mir auffällt, was wir auf dem Ding noch bräuchten, wäre sowas wie ein... so eine Box. Wie heißt es denn nur? Frachtcontainer? Ja. Einhern. Also, ja, damit ich bohren kann, ich brauche ich auch einen Bohrer. Ich bin hier noch voll new. Frachtcontainer klein reicht, glaube ich, erstmal. Was bist du? New. Ah ja. Ich dachte schon, du meinst das Pokémon. Ich bin Mew. Genau. Der Reaktor ist irgendwie komisch platziert, finde ich auch. Das hast du doch gemacht, nicht ich. Nein, den hast du gemacht. Ich benötige interne Panzerung. Oh, bin mir nach wie vor keiner Schritt bewusst, dass da ein Reaktor steht. Naja, wir werden es denn ja in der Aufnahme sehen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe echt keine Ahnung, ob wir das Ding dahin oder ob ich das Ding dahin gepflanzt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gewesen sein musst. Sonst hätte ich doch auch die Ownership, oder nicht? Boah, weiß man ja nicht. Und man platziert ein Ding und der andere bekommt die Ownership? Klingt komisch. Oh. Da wir das vor dem Patch noch gemacht haben, glaube ich, Naja, okay, könnte sein. Ja? Das könnte sein. Was brauche ich jetzt hier für Komponenten? Ich habe nicht aufgepasst. Lass mal interne Panzerung und Herstellungskomponenten einpacken hier. Triebwerkkomponenten brauchen wir bestimmt nicht. So. Oh. Stahlrohr klein. Ist natürlich praktisch, dass ich die gerade alle auseinandergenommen habe. Anzeige, Motor, Computer. Du bist der Kacknapp, der es verkackt hat, nicht ich. Anzeige habe ich zumindest noch eine. Metallgerüst brauche ich gar nicht, wie es ausschaut. Okay, dann wollen wir mal gucken. Los, bring die Scheiße da rein. Zwei Motoren, ach, auf jeden Fall sehr viel interne Panzerung. Gut, dann holen wir die jetzt aus dem Schiff. Ah ne, der hat Stahlplatten gebaut, keine interne Panzerung. Echt kacke. Ja noch nachholen, das ist das kleinste Thema. Na Mann, geht's da runter, du. Ey, unmöglich. Könntest du einfach dein Jetpack ausschalten, du Pfeife. Psst. Spoiler hier nicht. Was ist denn das bitte schön Spoiler, wenn du zu blöd bist, das Jetpack auszuschalten? So, was wollte ich jetzt haben? Interne Panzerung, ne? Okay. Es ist wie der strunzdumme Informatikkunde, der fragt, ey, mein Monitor geht nicht an. Hast du mal auf den Anschalter gedrückt? Nein. Kennen wir doch alle. So. Inventory. Ja, der da baut. Und du da schön noch ein bisschen rumratterst, wie Sau, gehe ich mal eben weiter schweißen.
Weißt du mal weiter. Ich baue mir noch ein bisschen Eisen ab. Ein bisschen Eisen haben, gehe ich dann ein bisschen auf Uran suchen. Ich werde die ganzen Dinger schon mal ein bisschen anfangen anzuschweißen. Damit man schon sieht, wo Klamotten drin liegen. Ja, aus. So. Dann würde ich ab der nächsten oder ab der übernächsten Aufnahmesession sogar schon anfangen, die Asteroiden einzubauen vielleicht. Also die fallenden Dinger da. Du weißt, was ich meine. So, hast du die noch nicht drin, oder was? Nee, die habe ich noch deaktiviert. Einfach nur, damit es uns hier nicht gleich alles zerschlägt. Ich meine, wie gesagt, also mir ist das egal. Wir müssen dann zuschauen, dass wir an Nickel kommen. Aber das können ja... Ja, genau, das müssen wir ja auch noch suchen. Aber das können ja vielleicht die Zuschauer mal schreiben, ob sie da Lust drauf haben, dass wir schon die ganzen Dinger ein bisschen früher aktivieren. Wenn sie uns dann versagen sehen wollen, ne? Warum? Also versagen? Da müssen wir einfach bloß die erste Folge angucken, die ersten 2 Minuten, und dann hat sich die Sache schon wieder erledigt. Das war ja... kein Ingenieursversagen, das war ja blankes menschliches Versagen. Ah ja. Aus dem gleichen Grund stürzen immer wieder Flugzeuge ab. Einfach nur, oh, Ausweichmanöver und dann verkackt. Genau. Ganz einfach. So ist das. Ausweichmanöver und verkackt, genau. Und mit diesen Worten möchte ich mich schon wieder verabschieden, denn der Part ist, glaube ich, schon wieder rum. Weiß ich nicht. Aber ich... So Leute, also sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Space Engineers. Ich freue mich drauf, mach's gut, bis dahin und tschaußen. Servus.